Ah, guten Abend. Hallo. Freut mich, Sie kennenzulernen, Herr und Frau Stumm. Ich bin Peter. War das eine Fahrt? Lass Herkules runter, Schatz. Schau mal, Mieze, eine schöne, große, leckere Maus. Herkules! Hilfe! Oh, mein Augenbaby! So müsste Peters Cello viel besser klingen. Armer Herkules, Mami beschützt dich. Sie sollten diese wilde Bestie wirklich einsperren. Das ist doch echt gemein. Ich hock hier drin und die da unten haben ihren Spaß. Schokolade, Mousse au Chocolat. Tja, wenn die mich nicht dazu einladen, lade ich mich eben selber dazu ein. Perfekt. Das Essen ist serviert. Oh je. Peter kann doch gar nicht so gut spielen. Da hat jemand in deinen Noten rumgeschmiert, Peter. Schlecht. Komm her, Kleiner. Braver Junge. Tut mir leid, aber das ist die letzte Nuss. Ach du Schreck. Und für die Kinder ist es herrlich, hier aufzuwachsen, denn, Herkules, böser Hund. Ich muss mich entschuldigen. War die Schüssel voll? Nicht so schlimm, waren nur ein paar Nüsse. Ich wusste gar nicht, dass die so hoch springen können. Das wusste ich auch nicht. Er möchte wohl auf sich aufmerksam machen. Ich muss vorsichtig sein. Zeit für Ekelchips und Monstertrank. Das wird bestimmt lustig. Henry, du solltest doch längst oben sein. Aber ich will Herrn und Frau Dumm auch kennenlernen. Chips. Wie reizend. Stumm, nicht dumm. Aber du nennst sie doch auch immer so, oder Mama? So easy being me. I'm Aber du magst doch kein Karamell, Henry. Nein, weil mir das Zeug immer in den Zähnen hängen bleibt. Aber vielleicht bleibt dir ein Zahn am Karamell hängen. Ach so, ganz schön schlau. Und, funktioniert es? Ich kann den Mund nicht mehr aufmachen. Hilft mir! Was? Oh, hilf mir. Klar. Okay, eins, zwei, drei. Sie sind alle noch drin. Henry? Aha. Martin, ich geb's zu, das ist mein Karamell. Ich hab's dir an den Kopf geworfen und verdiene jetzt eine Ohrfeige. Hab ich recht? Keine Ahnung. Überleg doch mal. Dich mit Süßigkeiten zu bewerfen heißt, dass man keinen Respekt hat, meinst du nicht? Keine Ahnung. Verlass dich drauf, das ist so. Und wenn du mir jetzt deine reinhauen würdest, richtig fest und mir einen Zahn rausschlagen, wäre mir das egal. Ich schwöre. Keine Ahnung. Hat das funktioniert? Nein. Aber super Ballabwehr. Ein Zahn. Mehr will ich doch gar nicht. Operation Milchzahn kann losgehen. Mmh.
Was machst du da? Was ich mache? Gar nichts. Ich habe was gehört in Peters Zimmer und habe nachgesehen. Ich will ja nicht, dass meinem kleinen Bruder was passiert. Verstehe. Und jetzt gehst du lieber wieder in dein Zimmer und schläfst endlich. Na gut. Zahnfee, mach schon mal deinen Geldbeutel auf. Oh. Wo ist es? Wo ist mein Geld? Mama, Papa, Henry, die Zahnfee hat mir 2 ganze Euro dagelassen. Was? 2 Euro? Das ist nicht fair! Die Zahnfee hat mich ausgetrickst! It's so easy being me. I'm Nummer 42. Ja! Mission erfüllt! Hört mal, ihr müsst gut aufeinander aufpassen. Euer Vater und ich helfen an den Spielbuden. Toll! Was wollen wir als erstes machen? Verschwindenswerk! Ich muss mir ein Los kaufen, bevor jemand anders meine Nummer kriegt. Dann passe ich eben selbst auf mich auf. Weißt du, wo das Piratengewinnspiel ist? Ich glaube, in dem Zelt da drüben. Willst du probieren? Ja, danke. Hey, komm zurück. Martin, halt ihn auf. So, wer möchte als nächstes spielen? Ah, Henry, wie schön, du meldest dich freiwillig. Nein, ich kann nicht. Ich muss doch zu... Ach, sei nicht so schüchtern, versuch's einfach mal. Das ist die falsche Richtung, Henry. Entschuldigung, Frau Sonnelich. Ich muss los. Hallo? Hallo? Ich möchte ein Los kaufen. Hallo? Der Stand ist noch nicht geöffnet, Henry. Komm später nochmal. Da ist er. Schnapp ihn dir. Schnell weg hier. Der Nächste. Schön gerade sitzen. Der Losverkauf für das Piratengewinnspiel ist nun eröffnet. Kommt und versucht euer Glück. Platz da. Ich komme. Wow! Oh nein! Einer von denen schnappt mir bestimmt die Nummer 42 vor der Nase weg. Okay, ganz ruhig. Denkt nach. Was würde Rapper Zappa tun? Normalsterbliche würden jetzt bestimmt aufgeben. Aber ich kämpfe gegen meine Feinde. Gegen jeden Einzelnen. Und ich werde siegen. Okay, wer ist der Erste? Ah, der brutale Bär. Das wird Babylein. Schaut mal, eine Waldtaube. Gehen wir, Henry. Du kannst mich nicht dazu zwingen. Na schön, aber bei jedem Schritt, den du nicht mitgehst, ziehe ich dir 5 Cent von deinem Taschengeld ab. 5 Cent weniger, 10 Cent weniger, 15 Cent weniger, 20 Cent weniger. Und dafür muss ich den Rapper Zappa Marathon verpassen? Henry, ein Kleid.
du hast ihn verpasst. Und wenn schon, schwer zu überleben. Mama, Henry hat mir mein Fernglas weggenommen. Henry, gib's ihm zurück. Oh, ich kann gar nichts sehen. riecht mal die frische Luft. Ich riech nur etwas, das stinkt. Hättest du nicht warten können, Peter? Mama, sag Henry, dass ich nicht stinke. Hör sofort auf damit, Henry. Weißt du was, Henry? Such mit Peter doch etwas für seinen Biologieunterricht. Genau. Aber das ist doch ein Wespennest. Die stechen doch, oder? Nicht, wenn man ihnen was vorsingt. Sowas hat keiner. Dann kriegst du bestimmt eine ganz tolle Note. Oh. Frère Jacques, dormez-vous. Sing, Peter, sing. Sonne, le Martine, Sonne, le Martine. Peter, komm von dem Wespennest weg. Schon gut, Papa. Ich sing Ihnen was vor. Henry hat gesagt, dann stechen Sie nicht. Sonne, le Martine. Peter, nicht! Natürlich stechen Sie. Komm jetzt da runter. Wie kannst du nur so etwas Schreckliches tun, Henry? Papa wollte doch, dass ich ihm etwas für den Biologieunterricht suche. Und das habe ich gemacht. Etwas Ungefährliches. Oh, davon hat er aber nichts gesagt. Los, Henry, gehen wir zum Teich. Das ist es. Genau. Je schneller wir an dem blöden Teich sind, desto schneller kann ich zu Hause Rapper Seppa sehen. Juhu, schneller, das macht Spaß. So gefällst du mir schon besser, Henry. Hui, ab zum Teich. Oh, Brennnessel. Na los, du Schlafmütze. Der Letzte am Teich ist dein lahmer Esel. Oh nein, ich hab ihn gesehen, den riesengroßen, pechbringenden Pechvogel. Das ist ein Zeichen, dass du verflucht bist. Nein, ich bin überhaupt nicht verflucht. Ich bin verflucht. Nein, ich will aber nicht sterben. Naja, wenn du das goldene Dings da einem anderen gibst, geht der Fluch an den über. Ich schätze, ich könnte dir den Fluch abnehmen. Du würdest dein Leben ja auch für mich riskieren. Henry, du bist der beste Bruder auf der ganzen Welt. Das war ja babyleicht. Laura ist da, eure edelmütige Majestät. Ich kann nicht bis morgen warten. Wenn du wirklich eins hast, Henry, dann will ich es sehen. Auf der Stelle. Peter, ich will ein paar Chips, Schokolade und noch ein bisschen extra Schokolade. Kommt sofort. Mein großer Bruder ist so mutig. Ja, ja, wie du meinst. Also, wo ist es? Es ist wunderschön. Ich will es haben. Auf keinen Fall. Ein goldenes Dings, da ist das Größte. Das gebe ich doch niemals her. Ich gebe dir eine Wasserkanone mit 2 Tanks. Die 3000? Wenn du willst. Brandneu? Noch original verpackt. Abgemacht. Morgen? In der Schule. Wie, du kommst nicht? Morgen wird ein sehr guter Tag. Oh, schau mal. Das ist ja Wahnsinn. Wo hast du das denn her? Obercool. Ich glaub's nicht. Ja, wieder. Ja. Henry! Du hast mich betrogen! Hast du wirklich geglaubt, ich gebe ein goldenes Dings dafür die Wasserkanone 3000 her? Da musst du schon mehr bieten. Am Montag könnt ihr mir alle ein Tauschangebot machen. Und dann entscheide ich, ob es gut genug ist. So easy being me, I'm Hard Henry.
Ich wette, du hast Angst im Dunkeln. Natürlich nicht. Gut, in diesem Zimmer spukt es nämlich. So ein blöder Geist kann mir doch keine Angst machen. Ich liebe Geister. Siehst du den Fleck da? Das ist die Stelle, wo der Geist verdampft ist. Aber wenn du natürlich zu viel Angst hast, hier oben zu schlafen... Vielleicht lässt mich der Geist ja mit seinen Sachen spielen. Das hoffe ich für dich. Denn hier oben hört dich bestimmt kein Mensch schreien. Ich bin Henry. Ich hab keine Angst. Ha! Es war eine Nacht wie diese, als der Geist zum ersten Mal erschienen ist. Du meinst, in diesem Haus spukt es wirklich? Ach, sei nicht albern, Achim. Das ist nur ein Märchen. Wir haben hier noch nie einen Geist gesehen. Oh je, schon wieder Stromausfall. Unheimlich, oder? Los, Mutter, erzähl ihm die Geschichte. Der Legende nach baute ein reicher alter Mann dieses Haus, um hier sein Gold zu horten. Er hatte Dutzende Angestellte, die ihn von morgens bis abends bedienten. Aber er hatte Angst, sie würden sein Gold stehlen. Also schlich er sich eines Nachts hinaus und vergrub es im Wald. Er baute sich Geheimgänge, damit seine Diener nichts merkten, wenn er sich nachts hinausschlich, um nach seinem Gold zu sehen. Aber in einer Nacht war es so dunkel, dass er nicht sehen konnte, wohin er ging. Er stolperte und fiel in den Brunnen, wo er jämmerlich ertrank. Und seitdem spukt er als Geist in diesem Haus herum, um nach seinem Gold zu suchen. Das geschieht ihm recht. Wenn er so reich war, hätte er sich eine Taschenlampe kaufen sollen. Oh! Genug von diesen albernen Geschichten. Zeit für euch Jungs, schlafen zu gehen. Es gibt doch überhaupt keine Geister. Das weiß doch jedes Kind. Das kommt aus dem Wandschrank. Er will mich bestimmt holen. Raffzahn, kennst du mich noch? Oh. Na komm, Raffzahn, geh schon da rein. Na schön. Komm her, mein kleiner Raffi. Ja, du bist doch ein ganz braver. Kleiner Raffzahn, ich mag dich und du mich. Henry, was machst du denn da? Gar nichts. Hitze! Raffzahn! Hör auf, du gemein gefährlicher Hamster! Du blöde Katze! Oh, arme Mieze! Arme Mieze! Was um Himmels Willen ist hier los? Raffzahn hat meine Mieze geärgert! Das stimmt doch gar nicht! Setz Raffzahn wieder in den Käfig, Henry. Du hast jetzt keine Zeit zum Spielen. Oh. Sieh dir dein Zimmer an. Es ist ja noch chaotischer als sonst. Ach, du kannst es später aufräumen. Leer bitte zuerst alle Mülleimer aus. Na komm, Raffzahn. Du musst wieder in dein Käfig. Wenn ich König bin, müssen die Eltern die Hausarbeit alleine machen. Thank you.
das so gemeint hat. Das werde ich ihr sagen. Ist mir doch egal. Mama! Ach, typisch. Mama! Henry! Ja? Oh, hast du alle Abfalleimer ausgeleert? Ja, darf ich jetzt zu Bert gehen? Oh, wir sind noch lange nicht fertig, Henry. Papa möchte, dass du ihm beim Autowaschen hilfst. Henry, ich bin gleich wieder da und vergiss nicht, auch die Scheiben sauber zu machen. Was? Das dauert dann ja noch ewig.